Servus, wir sind hier in Runaway Bay, Jamaica. Da hinten ist das Meer. Es ist unglaublich, die Location hier. Also es bietet sich einfach an, hier ein Video zu machen. Ich habe hier Toki getroffen. Den habe ich am Reggae Jam kennengelernt in Deutschland. Wir haben uns hier getroffen. Wir haben hier eine ziemlich geile Zeit verbracht. Und es ist einfach so, dass ich jetzt gesagt habe, ich würde gern ihn ein bisschen promoten und wollte gern mit ihm kochen. Das ist aber hier jetzt ein bisschen schwierig, weil wir sind hier direkt am Meer. Es ist total windig, also es ist hier wirklich schwer, irgendwie eine Flamme am Laufen zu halten. Das Ding ist, Toki selber isst total gerne Früchte. Deswegen versuchen wir jetzt einfach auf den Markt zu kommen. Wir schauen, dass wir uns ein Route-Taxi checken. In Brownstown, das ist 10 Minuten von hier mit dem Bus, je nachdem wie der Bus fährt, man weiß nie, was auf einen zukommt hier auf Jamaika. Und jetzt gehen wir einfach mal los auf den Markt, würde ich sagen. Let's say greetings. Follow me now. Toki. I am trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. Yeah. Trotting with a vision, yeah. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. I am awake and I'm alive. 2 feet on the ground carrying this burden 10 pounds. I have a vision in my eyes. See me day up on stage bringing the rhythm and sound. Also, wahnsinnig heiß ist es in dem Bus gewesen. Wir haben jetzt eigentlich dieses Route-Taxi erwischt. Sind auf dem Weg nach Brownstown, wollen da die Früchte eben abchecken. Jetzt haben wir einen Platten. Also, jetzt chillen wir hier. Aber ist auch ganz gut jetzt einfach mal raus aus dem Bus. Halt. Drin war es warm und es sind echt drittklassige Musikvideos gelaufen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwie total amerikanisch. Boys Avenue, oder? Aber du weißt hier nie, was abgeht, weißt du, weil wirklich der Driver ist der Selector. Hey man, Brownstown! I am awake and I'm alive. 2 feet on the ground carrying this burden 10 pounds. I have a vision in my eyes. See me day up on stage bringing the rhythm and sound. God, this your music. Wir sind endlich in Brownstown angekommen, nachdem wir ein bisschen Stress hatten mit dem Minibus. Aber es ist, glaube ich, ist halt so, da muss man halt durch und ein bisschen warten. Und jetzt wollen wir gleich über den Markt gehen und ein paar frische Früchte auschecken. Und ja, kann losgehen, oder? Jawohl, lass uns den Market Struggle beginnen. Mal gucken, was da so geht. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. And friends and family, I guide me on this way. Stepping stone in the Mountwood family, I represent each day. Manifesting my thoughts so that they never go astray. Can you feel them? Will you take part in my feelings? And this expression of myself, I call it freedom. Send up for them of longings in their hearts, but never feed them. I have a vision now and so I plant these seeds. Them and let music prosper and spread out to every region. I am trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission, and in this mission I have to invest. Yeah, trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission, and in this mission I have to invest. Yes, I'm gonna work for my share. I'm so thirsty, I swear. And I just want the people to know that I'm there. Singing songs with high kick, playing music with tight snare. In these rhythms you'll be finding some nice bass lines, yeah. Lyricism, consciousness, I from time to time. Where from Shanghai to Times Square, I'll be rhyming right there. Now I'll climb the right stairs because I know now that if you don't fulfill your dreams, they become your nightmares. If you don't fulfill your dreams, they become your nightmares. I am trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. Yeah. Trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. Yeah. I am trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest. Yeah. Trotting with a vision. Trotting step by step. Trotting with a mission. And in this mission I have to invest.
Das war jetzt ein ganz schöner Struggle. Wir sind jetzt vom Markt zurück. Das war jetzt echt der Wahnsinn. Wir haben nicht das bekommen, was wir wollen. Aber das ist auf Jamaika einfach so. Der Jamaikaner verarbeitet einfach das, was er dann einfach auf dem Markt auch gefunden hat. Mhm. Wir haben jetzt hier Sorrel, da machen wir ein Getränk draus. Dann haben wir hier Busy. Das weiß ich noch nicht genau, ob wir das überhaupt verwenden, weil ich noch gar keinen Plan habe, wie das funktioniert. Ich habe es mir grob erklären lassen auf dem Markt. Müssen wir einfach mal gucken. Also da sagt man auch Cola-Nut dazu. Dann haben wir eine Orange. Die kennt man auch in Bayern. Aber ich zeige mal, wie die Jamaikaner die hier essen. Dann haben wir hier Jackfruit. Das ist total lecker. Für mich jetzt nicht wirklich, weil ich bin ein bisschen allergisch drauf. Aber ich glaube, Toki wird sich drüber freuen. Wir haben hier Sugarcane. Das wird im Endeffekt, das haben wir uns jetzt auf der Straße schneiden lassen und das wird einfach nur ausgekaut. Dann haben wir hier die Bananas. AKA Free Nanas. Genau, erklär mir das mal kurz. Also du warst jetzt in Montego Bay in irgendeinem Rasta Village. Ja genau, in der Nähe von Montego Bay ist so ein kleines Indigenous Rasta Village, nennen die das. Ja. Und da habe ich auch eine Banane genommen und dann habe ich die gefragt, yo, can I have a banana? And I'm like, no man, we call it Free Nana, you know. Weil Ban heißt ja irgendwie etwas verbieten. So, ne? Etwas verbieten und deshalb wollen die solche Wörter nicht in den Wortschatz haben. Mhm. Deshalb Free Nana. Das ist wie ja, Mango. Ja, man, genau. Also sagen die dann I come. I come. Ja, sind echt da. Ja, genau, genau. Genau. Ja. Dann haben wir halt hier eine Ananas. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich versuche sie einfach mal so zu schneiden, wie es der Jamaikaner macht. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Schon auch anders, gucken. Ne? Als in das Europa? Das ist definitiv anders, ja. Also das ist eine Kunst. Mhm. Die schneiden auch alles in der Luft, die Jamaikaner. Die benutzen eigentlich keine Bretter. Mhm. Ich probiere es einfach und wenn es in die Hose geht, dann schneide ich so, wie ich es gelernt habe. Also müssen wir einfach gucken. Ja, hier haben wir nochmal Mandarinen. Die sind halt voll mit Samen. Gucken mal, wie die schmecken. Genau. Auf dem Markt waren die... Da haben wir eine probiert, aber da haben wir auch den Deal schon fix gemacht. Da konnten wir jetzt auch nicht mehr sagen, wir nehmen sie nicht. Ja. Dann haben wir hier... Das ist ein Sweet Sub. Das ist was ganz Feines. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, irgendwie. Obwohl die auch schon in tropischen Ländern waren, aber irgendwie das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Das ist was Feines. Sehr fein, sehr süß. Also ihr müsst halt wirklich nach Jamaika kommen, um das zu probieren. Mhm. Wir wollten eigentlich einen Sour Sub bekommen, aber da waren leider keine Reifen, weil wir wollten euch zeigen, wie man Sour Sub Juice macht. Aber das könnt ihr ja auch im Kochbuch nachlesen. Also da steht ein Rezept drin. More Fire. More Fire 2. Israel Voice hat einen Sour Sub Juice gemacht, also checkt es einfach aus. Ja, dann haben wir hier Papas, aka Papayas. Die nennen das hier Papas. Das ist was ganz Feines. Das kenne ich aus Indonesien früher. Habe ich immer sehr gerne gegessen. Und da schneiden wir dann halt irgendwie noch ein bisschen Limetten dazu auf und ziehen das hier rüber. Ja, da stehe ich auch total drauf. Oh, ja. Also Papaya und Limette, das passt einfach zusammen. Also das ist wie... Faust aufs Auge. So schaut's aus, wie Topf und Deckel und keine Ahnung. Genau. Ja, was wollen wir? Wir legen los, oder? Legen wir mal los. Alles klar. Ich fange mal mit der Papa an. Ja, ich check jetzt mal die Sorrel. Mhm. Die tue ich jetzt hier einfach mal in den Topf. Dann kochst du die dann aus, oder was? Nee. Ja, das gehört ja zur Familie der Hibiskusblüte praktisch. Und das ist im Endeffekt das ist wie ein Tee. Der Jamaikaner, der trinkt das ganz gern zu Weihnachten. Wir machen jetzt noch ein bisschen Ingwer rein. Ingwer haben wir hier, oder? Okay. Und ich habe auf Diät den Style von Wolfgang Müller, das ist ein Zwei-Sterne-Koch, gelernt, wie man einen Gartenschnitt zumacht. Und danach hat er mir gezeigt, wie man eine Ingwer schält. Weil der hat das in Asien hat er das gesehen. Und zwar macht er das so, dass er praktisch... Es geht am allereinfachsten mit dem Teelöffel. Du brauchst es nur so runterschaben. Das ist total einfach, weil du hast überhaupt keinen Verlust. Krass. Also das ist echt abgefahren. Das höre ich auch zum ersten Mal. Mhm. Also das ist echt total genial und es geht so einfach. Viele nehmen einen Sparschäler und der Ingwer, das ist ja eine Wurzel, die ist ja so verknöchert. Aber da so hast du wirklich überhaupt keinen Verlust. Und gerade in Kambodscha und so, das ist eine heilige Pflanze auch. Und da kriegen die Krise, wenn der Europäer praktisch einen Ingwer schneidet und schneidet die Hälfte weg. Ey, das ist genial. Das macht man einfach nicht. Genau. Ich trinke auch extrem viel Ingwertee, so, weil ich meine Stimme immer. Das mag ich auch gern. Für meine Stimme ist das immer ganz gut. Und aber ist ganz gut zu wissen. Richten wir mal den Spaß schon mal an hier. Ja, und ich finde es total abgefahren, dass wir uns jetzt hier auf Jamaika treffen. Also, das ist schon genial. Krass, oder? Das ist schon geil, ja. Aber du warst auch schon vorher in Jamaika, ne? Ich bin das vierte Mal jetzt da. Das vierte Mal. Okay. Vor zwei Jahren eben das letzte Mal, da habe ich eben das More Fire 2 gemacht. Ja. Hab da eben ganz nice Künstler eben kennengelernt, so wie Exile the Brave, Kazam Davis, die ganze EDB-Family, also das ist echt genial, wo wir da gelandet sind. Also die Musik hält mich am Leben, muss ich einfach sagen. Ja. Und das hat jetzt aufgekocht, da ist ein bisschen Ingwer mit drin, da kommt dann jetzt einfach noch ein bisschen brauner Zucker mit rein, bisschen Lime Juice
Und das Ganze wird dann einfach runtergekühlt und mit Eis kalt getrunken. Also ein bisschen vergleichbar mit dem Eistee. Das riecht echt auch wie so Malventee oder so. Ja, genau. Ja. So ein bisschen Hagebutten-mäßig, ja, ja. So. Riecht gesund. Hibiskus-Tee. Ja, Mann. Mhm. So, jetzt mache ich mal hier diesen Sweet Sub auf. Das ist irgendwie, habe ich letztens zum ersten Mal probiert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man das öffnet. Auf jeden Fall ist da so eine Matschepampe drin. Bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal vorher so gegessen habe, aber das ist voller Kerne. Und drumherum ist halt so eine weiße Matschepampe, wie ihr seht. Und man lutscht eigentlich nur die Kerne ab und spuckt dann die Kerne wieder raus. Und das ist richtig süß. Das mag ich gern. Mm-mm. Steffen weiß gar nicht davon Bescheid, dass ich jetzt schon esse. Aber egal. Das ist echt gut. Schmeckt so ein bisschen wie... Also ich würde es fast mit Marzipan vergleichen. Irgendwie. Oder? Marzipan? Das werden wir uns probieren. Filmermann will auch mal probieren. Irgendwie so eine Creme irgendwas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, genug gegessen. Ja. Mhm. Mhm. So Datteln oder sowas? Datteln fast auch, ja. So, und die fiddeln wir jetzt einfach mal. Und packen die einfach mal auf den nächsten Teller. Safe. Jetzt haben wir hier wirklich einen Profi hier sitzen. Also wir sind ja gerade bei der Elke in Runaway Bay im Haus Erabo. Und die wohnt seit 26 Jahren auf Jamaika und die weiß wirklich, wie der Hase läuft. Und wir haben einen Einlauf gekriegt. Ja, nicht einen Einlauf, aber sie hat gesagt, also den Sweet Sub, da müssen wir uns jetzt einfach korrigieren. Also der wird nicht geschnitten und dann ausgelöffelt, er wird einfach gebrochen. Ja, ich fand es irgendwie, also als ich hier nach Jamaika gekommen bin, habe ich die ersten Tage und die ersten Abende eigentlich immer nur Früchte gegessen, so. Mhm. Immer Mangos, weil es ist so eine Kindheitserinnerung für mich. Ich bin ja in Indonesien aufgewachsen. Ja. Also in Indonesien geboren, die ersten 9 Jahre da gelebt. Okay. Und da kenne ich halt diese tropischen Früchte noch, weißt du? Diese Mangos und so. Und boah, das war so geil, als ich die wieder gesehen habe da. Musste mich gleich draufstürzen. Ja, das ist schon eine andere Nummer hier, die hier zu essen. Also, man hat wirklich das Gefühl, dass wenn du so eine Mango isst hier, genau den Geschmack wollen halt Leute in Europa oder in Amerika mit Geschmacksverstärkern erreichen. So, und hier ist es einfach natürlich. So, das ist echt. In Deutschland irgendwie turnt mich jetzt Obst gar nicht so an, muss ich sagen. Wenn es das ist, was bei uns vorkommt. Also ich finde jetzt eine Erdbeere von meiner Oma im Garten, das ist einfach der Oberwahnsinn. Himbeere, stimmt. Mhm. Also halt einfach die heimischen Geschichten. Äpfel, ja. Aber wenn du dann in den Supermarkt gehst und irgendwie Äpfel aus Peru hast oder Ananas aus da und da oder eine Mango aus da und da, das kann man einfach nicht essen. Eigentlich. Ja, das kannst du wirklich nicht essen. Das kannst du auch nicht vergleichen vor allen Dingen. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, also bei so einem Verkäufer, der das jeden Tag macht, schaut das natürlich viel eleganter aus, weil der macht da nichts anderes. Ja. Also ich breche mir hier fast die Hand dabei. Ja, ich schneide mich auch die ganze Zeit fast und spritze mir die ganze Zeit irgendwie Orangenwasser in die Augen. Oh, das brennt. Das geht. Das ist nicht zu viel. Oh ja. Kühlhausgereifte Südfrüchte, die sind nicht so gut. Also schon lieber am Baum gereift. Also schaut's lieber, dass ihr das esst, was jetzt gerade reif ist. Und alles zu seiner Zeit. Also alles hat ja eine Saison und das muss man wirklich ein bisschen auschecken. Weil dann schmecken die Sachen auch. Was bringt es, wenn ich im Dezember zum Feinkost Müller gehe oder Huber gehe und kaufe mir da Erdbeeren, weil nur weil ich Bock habe auf Erdbeeren. Ja. Erstens sind sie gespritzt wie die Sau, zweitens schmecken sie nicht. Also das ist so, das ist ein absolutes No-Go eigentlich, das kann ich bloß so sagen. Ich finde es auch krass, irgendwie hat man hier das Gefühl, also in Mobay hat sich da durch die Straßen gelaufen. Was ist Mobay genau? Montego Bay. Montego, genau, die kürzen alles ab, gell? Ja. Genau, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass überall irgendwelche Früchte auf den Bäumen wachsen. Also läufst du durch eine Straße und hast du irgendwie einen Aki-Baum und hast du wieder irgendwelche anderen komischen Bäume. Hast richtig das Gefühl, dass du gar nicht einkaufen gehen musst. Genau, also so in etwa schneidet der Jamaikaner die Ananas. Und dann ist es so ab, ne? Du kannst es entweder so essen oder du schneidest es eben runter einfach und schneidest die Scheiben runter. Jetzt kommt wahrscheinlich Elke gleich wieder und sagt, nein, die machen das ganz anders. Aber so habe ich es gesehen auf jeden Fall.
Abfall. Die machen mehr Abfall. Ja, so habe ich es eben auch gelernt. Ich habe den Sauersabtus, was wir eigentlich machen wollten, habe ich vor Tagen hier gemacht und danach kam Elke um die Ecke und sagt, ja, was du da wegschmeißt. Aber so habe ich es halt einfach gelernt in Kingston von dem Rastermann. Im Yard, hinterm Wellblech, mit irgendwie Wasser aus dem Kanister. Das ist ja alles ein bisschen einfacher. Also die haben hier alle keine top ausgestatteten Küchen, aber kochen trotzdem gesünder wie manche, die eine Einbauküche haben für 5000 Euro zu Hause. Also das ist schon eine andere Nummer hier. Also das ist Cane, Sugar Cane. Okay. Also das ist, wenn du jetzt zum Beispiel viel Party gemacht hast, wie jetzt letzte Woche waren wir auf dem Rebel Salute. Ja. Also wenn du jetzt viel geraucht hast oder du hast einfach wenig Schlaf gehabt, dann ist das, wir in Europa sagen, boah, ich brauche jetzt eine Cola. Okay. Und der Rastermann, der kaut dann einfach auf so einem Sugar Cane rum, weil du einfach diese, ja, Energie. Es gibt dir einfach die Energy. Ja. Ist Geschmackssache, ist es nicht unbedingt meins, also mir reicht, wenn ich da auf einer Stange rumkau und ich merke, jetzt geht's nach vorne, dann ist es extrem süß, ne? Für mich reicht das dann auch schon, es ist sehr süß, ja. Okay. Dann haben wir hier noch die Jackfruit, wie gesagt, die machen wir jetzt auch dazu, weil wir machen hier einfach jetzt einen gelben Teller. Oh ja. Ja, ich bin ja auch schon fast durch, wir haben hier einen Papa-Teller. Mhm. Und das habe ich mir auch schon angewöhnt, dieses Das macht man hier. 2 Wochen hier und es ist unglaublich. Also es ist drin. Ding lackt. Also ich würde sagen, angekommen. Ja, definitiv. Also absolut. Die Seele, die ist jetzt auch hier. Ja, für mich ist also es das allererste Mal. Ich habe 5-6 Tage gebraucht. Deswegen kann ich euch echt nur einen Tipp geben. Wenn ihr wirklich nach Jamaika fliegt, nehmt euch Zeit. Hm. Macht nicht irgendwie Pauschalurlaub 2 Wochen, weil das ist ein Witz. Ja. Diese Insel hat so viel. Also es gibt so viele wunderschöne Orte. Absolut. Also spart lieber länger und plant Minimum 4 Wochen ein, also lieber 6 Wochen. Weil es ist auch mal nicht schlecht, wenn du an einem schönen Ort bist, einfach mal zu chillen eine Woche und dir die Zeit zu nehmen für dich selbst. Für die Seele, Nahrung für die Seele. Absolut. Gute Rätsel. Ja. Okay. Schönen Gruß an Lyrical Bama, der wird jetzt wieder sagen Babylon Water. Wie war? Auf jeden Fall, Prost. Cheers. Sandwich Maker. Hey, freut mich sehr. Mhm. Ja, schön, dass wir uns so kennengelernt haben. Voll. Das ist eine feine Sache. Und jetzt würde ich sagen, also ich lade euch jetzt einfach mal ein, hier herzukommen und hier einfach mal ein bisschen lecker Früchte zu essen. Oh ja. Big up the sandwich maker, cause I improvise the food we eat. Big up the sandwich maker, cause I improvise the food we eat. Yeah, big up the sandwich maker, cause I'm studying teachings of the earth, so I ain't I never hungry. See, big up the sandwich maker, cause I improvise the food. Well, him go down the garden to pick the fresh fruit and reap the fresh harvest. Carrot, corn, lettuce, pumpkin, and the parsnip. The cycle of soil, rain, sunlight, she wash it. When it comes to earth science, him work like an artist. This work is life, but this life is honest. Do you see? And so him rise and shine with the first ray of light. Reads the sign and seeks nature's vibe. Him not feel no time, cause he frees up her mind. Sowing seeds that thrive to prosper divinely. Season food cooking finally. Big up the sandwich maker, cause I improvise the food feed. Big up the sandwich maker, cause I improvise the food feed. Yeah, big up the sandwich maker, cause I'm study teachings of the earth, so I ain't I never hungry. See, big up the sandwich maker, cause I improvise the food feed. So I seek the pathway out of Babylon, yeah. Blood upon my feet. In some way I'm on the move on. Whoa. So Mr. Tucker said, you know, yes, me ready for burn down Babylon. Me ready for blaze the fire and burn all the wicked man. I want your system, criticism, activism against the fraud. Witness me, this in the system, cause the system are fraud. Spiritual mind, I shook the foundation of all the evil thoughts. Double check it and reflect it, all the things that you are taught. I want a militant youth, always in search of the spiritual truth. Don't break me, I feel it so smooth. Now me have to work hard, forget somewhere. I saw me chill in the booth, up in the people, I feel in the groove. And I'm a vision, no ceiling, no roof. No. And so I seek good food in my plate, yeah. Blood upon my feet, and so me have to eat healthy. See, Tucker represent for the sandwich maker and a ring a ting straight out of the Runaway Bay, Jamaica. Boom! See, yeah man. Yeah man.
Nice. Ja. Maximum. Servus.